ich konnte einfach nicht aufnehmen, also eine Pause dazwischen lassen, bevor ich hier angefangen habe zu kämpfen. Also ihr wisst schon. Ich wollte euch unbedingt dabei haben, wie wir diesen epischen Kampf bestreiten. Wo neben mir Bögen, Pfeile einschlagen. Genau, es schlagen Bögen ein, wisst ihr? In der Mittelalter damals haben sie nicht mit Bögen geschossen, sie haben die Bögen nach den Feinden geworfen. Stell euch das mal vor. Bam, du stehst oben auf der Mauer, schießt nach unten und auf einmal fliegt einfach eine Armbrust gegen deinen Kopf. Ich meine, es... Ja, Level 35. Woo! Boom, bitch, get out of the way, bitch, get out of the way. Ach ja, dieser Glücksmoment, wenn du gelevelt bist. Ich weiß gar nicht, wie viele Class Points ich habe. Ich habe garantiert noch zu wenige. Ich meine, ich könnte auch mal eine andere Klasse leveln, aber nö. Und da kommen sie, die die Nord Pikemen. Ich schieße schon mal meine Bolzen in ihnen. Ich schieße meine ganze Ladung in ihre Körbe ab. Hm. Ich weiß, dass ihr da drauf steht. Ich habe echt einen Schlag ab und zu. Das ist unglaublich. Wobei, bloß ab und zu. Hm. Und Feuer. Ach ja, vielleicht gibt's. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich es mit Naruto Mod mache. Ich weiß nicht, ob ich ein Replay machen soll oder. Ach, ich bin so. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich mit dem Naruto Mod machen soll. Es tut mir so leid. Deswegen verzögert sich das noch so lange. Warte mal, ist da ein Langbogenschütze? Das haben wir gleich, war da ein Langbogenschütze. Glaube ich, besser für uns. Ja, das war ein Langbogenschütze. Lass noch ein paar. Vielleicht sollte ich mich erst um den kümmern, die das größere Problem darstellen. Los, in ihre Köpfe! Schießt in ihre Köpfe! Schießt in ihre Köpfe! Oh, Harden Metal. Sehr schön. Huch, da ist neben mir jemand gestorben. Es gibt also noch einen Nordranger irgendwo. Frage ist bloß, wo der ist. Dass der so viel Schaden stiften kann. Ja, Headshot! Und nochmal jemanden getötet, jawohl. Und so lohnt es sich doch, dass ich eine Armbrust habe. Haha. Schon wieder jemanden getötet mit einem Headshot. So, und damit haben wir die Welle besiegt. Wir könnten echt noch ganz gute Chancen haben. Jetzt, am Anfang war ich zwar pessimistisch, aber es könnte echt klappen eigentlich. Mit diesem Team. Innovativ. Exzessiv. Und vor allen Dingen wunderschön. Und nein, ich spreche hier nicht gerade von meinem Gesicht. Nicht euer Ernst. Au. Ich muss mich heilen. Und zwar schnell. Sonst werde ich gleich sterben. Nice Genius. Ja, das waren wirklich Idioten. Ich weiß ja, ob ich rechtzeitig feuerlich kriege, meine Bolzen mit danach zu füllen. Nord Veteran Berserker, das hört sich schon mal gut an. Nein, gib mir doch Ammunition! Alter, wisst ihr was? Nee. Die Gefahr gehe ich jetzt nicht ein, dass ich getötet werde. Ah, ich bin in Sicherheit. Sollen sie sich doch irgendwie selbst bemitleiden. Ich tue jetzt hier erstmal ein paar Nordranger auslöschen, die mir sehr gefährlich erscheinen. Allgemein erscheint mir alles Fernkampfmäßiger von den Nords gefährlich. Ich muss sie töten. Hab nur noch 17 Bolzen. Das ist meine Munition alle. Wer war eigentlich der Idiot, der uns... weshalb gehe ich jetzt erstmal auf die Fernkämpfer? Die sind eine extreme Gefahr, laut meiner Meinung nach. Für unsere Leute, die vorne an den Cage stehen und die Cage verteidigen. Ihr seht ja, wie die ja schon nice schießen und... Ja. Wir brauchen das ja, dass die da unsere Cage... irgendwie. Hinter mir. Weißt du was? Fickt euch einfach. Fickt euch ins Knie. Das sind ein bisschen zu viele, laut meiner Meinung. Es hätten einfach so 100 Pfeile über mir drüber fliegen müssen. Ah. Wie nah wollt ihr noch kommen, hä? Wie nah wollt ihr noch? Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich kann nichts anderes tun. Vor allen Dingen, die tun sich da langsam hochstapeln. Das ist. Ist ja nicht so, wie wenn irgendwie da alles safe wäre oder so ähnlich. Erstmal Leute töten vom Feind.
Habt ihr geschafft, die andere Welle zu töten? Das ist schön. Du hast einen Headshot bekommen. Boom. Headshot. So, mein letzter Bolzen. Gut. So, wir haben nirgendwo was zum Nachladen. Ich glaube, ich habe um 15, 16, 52 habe ich. Erstmal die Ammunition restoren. Das ist, glaube ich, gerade eben das Wichtigste. Ja, ich bin auch vom Bolzen leer gegangen. Out of balls. Wie man im Englischen sagen würde. Out of balls. Oh ja. Wie schön. Also ich bin immer überlegen, wie ich es mit Naruto-Mod mache. Ich habe auf jeden Fall vor, entweder Replay zu machen oder damit weiterzuspielen. Aber irgendwie, ich will die Patches installieren, will sie gleichzeitig nicht installieren, weil es mir noch nicht genug Content ist und die Gefahr. Ach, ich kann mich aber nicht entscheiden. Ich erwähne es, glaube ich, gerade eben in jedem Part, aber egal. Ach, und ich muss mir unbedingt dann später weiter den Development-Block vom Bannerlord anschauen. Hi, alter Knacker. Großes Kriegslangschwert. Große Kriegslangaxt. Frying Pan, das hört sich gut an. Langer Aalspieß. Irgendwo hier eine gute Waffe. Sich auch im Nahkampf vielleicht etwas, ihr wisst schon, ausrichten könnte, eventuell. Was macht ihr? Ach da, das ist noch ein Skal übrig. Und ja, ich weiß, dass ich einen Bolzen zu wenig habe, aber YOLO. Okay, gut. Dann kommt jetzt die vorvorletzte Welle. Bevor, also die Vorvorwelle, vor der Prinzenwelle. Das heißt, noch die Welle und die nächste Welle. Danach kommt der Prinz. Und er hat die gleiche Flagge wie ich. Nachmacher! Bitte sag mir nur, dass das Fetz. Ja, ich hab's auch gerade eben bemerkt. Die sind einfach bloß nervig. Einmal durch den ihre Rüstung kommt. Jawohl, ich habe ihn getroffen, aber irgendwie, ich glaube kaum, dass es dem Schaden gemacht hat, großartig. Einzigste Chance hier ist, glaube meiner Meinung nach, wirklich exzessiv hier von der Seite rein zu feuern. Alter, wenn ich jetzt halt wenigstens mal treffen würde, ist es. Wisst ihr, ihr seid schon so schwer gepanzert, dann könnt ihr auch aufhören, euch zu bewegen. Mein Gott. Jawohl, in die Köpfe! In die Köpfe! Oh, ein Heavy Ball. Wo kommt der denn her? Ist nicht dein Ernst? Was ist denn jetzt los? Hä? Der war doch auf Rot gestanden. Ich verstehe das Spiel nicht. Das ist mir zu kompliziert. Ah. Und schön weiter reinschießen, dass die Fettsauts. Oh nein, der Kerl muss. Der Fettsaut muss sterben. Problem ist bloß, ich kann nichts gegen ihn ausrichten. Fickt euch doch. Das Fass war meine letzte Chance. Aber es hat einfach nicht genug. Blame the controller has an axe that keep bouncing when he walks. Okay. Tja, der Fettsaut hat mich letzten Endes doch noch gekillt. Leider. Leider. Damit ist wohl die Prinzenwelle für mich gelaufen. Und auch für alle anderen. Ja, die verlassen schon den Server anscheinend. Ja. Zack. The axe is in your chest. No. It's a bonesy axe. Wo ist eine Axt bitte in seinem? Du bist auch cool gestorben, mein Lieber. Erinnert mich irgendwie an The Forest. Da können die auch irgendwie so. Schämen. Wo ist jetzt die Bouncing Axe? Die ist hier nicht. Oh. Die Axe. Wer von den beiden hat jetzt die Bouncing Axe? Du oder du? Halt echt. Es geht raus und wieder rein. Hm. It's fun to watch. Yep. Ich möchte auch bloß unter die Folge so sehr vorzeitig enden lassen. Irgendwie. Aber wir haben sowieso keine Chance. Folgen wir denen doch mal ein bisschen. Los, komm schon, wer dich noch? Du bist doch der, der mich vorhin, genau. Drumdix. Oh, ich bin zweitbester auf dem Server mit 85 Kills. Ein Jumpman Senna ist stuck in der Air. Tja, das passiert halt mal, mein Lieber. Was spielst du auch Paradox-Spiele? Oh, das war jetzt voll die miese Werbung für Paradox. Also, wenn ihr versteht, was ich mit mieser Werbung meine. Gotta love the messed up things in Mountain Blade. Ja, yep, das ist wirklich so.
So, das ist der letzte. Und ich würde mal sagen, dass wir sagen könnten, dass... Ich sehe nämlich nirgendwo einen Turm. Das war's jetzt erstmal mit Mount Blade Warband Nordinvasion. Nordinvasion, Nordinvasion. Wie man es nehmen will. Und nun ja, ich weiß jetzt, wie man es wieder, wenn die Runde neu startet. Ich weiß es nicht. I don't know it. Should I do that? Should I do that not? Oh, I would think no. Ich mache die Aufnahme anderes Mal weiter. Ich habe jetzt sowieso genug Zeit jetzt momentan. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auch wieder bei Nordinvasion auf jeden Fall. Ciao, ciao.